Es ist wieder mal ein neuer Star Wars im Kino, nämlich Episode 9, The Rise of Skywalker. Ab heute, 18. Dezember 2019, im Kino wird die ganze Saga abschließen, aber den schauen wir heute für euch nicht an, sondern ich sitze ein bisschen weiter vorne an und schauen wir den Vorgänger nämlich nochmal an, nämlich The Last Jedi, die letzten Jedi, Teil 8. Und den habe ich damals im Kino gesehen, vor 2 Jahren oder was es war. Und sag mal so, mir hat er nicht so ganz gefallen und ich habe mir seither nie wieder angeschaut, was ein Novum ist, weil ich habe alle anderen Star Wars Teile dutzende Male gesehen in meinem Leben, sogar der unsägliche Episode 1, wie der damals ins Kino gekommen ist. Da habe ich mir dann glaube ich 7 oder 8 Mal im Kino angeschaut, nicht weil er mir so gut gefallen hat, sondern einfach nur, dass ich mal einen Star Wars Film im Kino sehen darf, weil die Originale habe ich damals alle nur auf VHS gesehen, so im Kinderzimmer. Also wenn ich sogar Episode 1 so oft gesehen habe und Star Wars The Last Jedi nur einmal, dann ist das eh schon ein Zeichen, wie gut er mir gefallen hat, nämlich damals so gut wie gar nicht. Und ich habe es bisher vermieden, weiter mich mit dem ganzen Film zu beschäftigen und hat mir aber gedacht, das ist vielleicht heute ein ganz guter Zeitpunkt, mir The Last Jedi nochmal zum Anschauen. Das werde ich jetzt machen und werde mich, wenn ich dann fertig bin, direkt mit den frischen Eindrücken zurückmelden und euch dann quasi mein abgedatetes Review geben von Star Wars Episode 8, The Last Jedi. So, los geht's! Ja, über 2 Stunden später habe ich es hinter mir und es ist eigentlich unverändert. Ich habe genau den gleichen Eindruck wie damals auch, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin. Ja, es ist eigentlich ein ziemlicher Arschfilm. Ich meine, er macht schon Spaß und so, aber Gott, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man das Ganze in 2 Teile hätte teilen sollen, nämlich einmal diese ganze Rey und Luke Geschichte, die war nur das Beste, die hat zwar ihre Schwächen gehabt, aber war nur okay, aber diese ganze Katz-und-Maus-Verfolgungsjagd oder im Weltraum, das ist nur unnötig gewesen. Ich weiß gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll, außer das Ganze wirkt eigentlich wie Hochglanz polierte Fan-Fiction mit viel zu viel Budget. Schade, schade, schade. Ja, aber das Gute daran ist, dass man eigentlich, es kann nur besser werden. Das heißt, der Episode 9, den man sicher in den nächsten Wochen anschauen wird im Kino, kann eigentlich nur besser werden. Und was ich so gelesen habe an ersten Reaktionen, ist der ja, also die sind ja gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die Reaktionen zu Last Jedi waren ja auch nicht so schlecht am Anfang und so, der Film macht so viel anders und da bricht Konventionen. Ja, hat er gemacht, aber es war halt trotzdem ein Arschfilm. Und Episode 9 sollte zwar seine Schwächen haben, aber es kann nur besser werden. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mich wirklich drauf frei auf Episode 9. Ich werde mir anschauen, vielleicht werde ich überrascht. Vielleicht schaue ich mir sogar öfter so als 2 Mal. Somit hätte er schon mal mehr zusammengebracht als der Film da hinten. Und ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren hinterlassen, was eure Meinung ist zu Star Wars The Last Jedi, also die letzten Jedi. Ich weiß, der Film hat Fans, ich kenne nicht dazu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir kein drittes Mal mehr anschauen werde. Vielleicht in 10 Jahren zu Recherchezwecken oder so irgendwas, aber freiwillig werde ich mir das da kein drittes Mal mehr antun. Danke fürs Vorbeischauen und würde mich freuen, wenn ich was für euch her unten in den Kommentaren, wie ihr das Format so findet, dass ich da jetzt über Filme berichte, die ich mir gerade frisch angeschaut habe, so richtig echt nur von der Emotion her. Ja, vielleicht mache ich das jetzt öfters. Danke fürs Vorbeischauen und schönen guten Tag. Pfiat euch!